Keyvan Sufis Yavaş, sind wir wirklich anders? Bedeutet, dass wir am Ende des Tages unseren Kutau gemacht haben vor dem tiefen Staat, den wir ja selbst bezahlen. Da gefällt es uns ganz gut, dass die ein oder andere Partei in dem einen oder anderen Punkt schon recht hat. Da können wir uns dann anschließend sagen, das sehe ich ganz genauso. Aber in Wahrheit ist es eine Ventilfunktion für Frust. Das merke ich. Du kannst es merken. Ich mag den Ken. Wer von euch sagt denn eigentlich das, was er tatsächlich denkt? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Neon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt einen miesen Real Talk rein von Keyvan Sufis Yavaş. Sind wir wirklich anders? Eine tiefgründige Reflexion. Reflektiert den Mann, Alter. Shoutouts raus an Keyvan, den Judsten. Das geben wir uns jetzt. Däumchen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. Tagchen. Der macht das, was ich immer mache, aber länger. Und ernster. Wie anders sind wir? Sind wir wirklich anders? Was unterscheidet uns? Unterscheiden wir uns wirklich? Damals hätten wir natürlich vollkommen anders. Und woran könnte man das in der Gegenwart erkennen? Ich sehe da ehrlich gesagt wenig Unterschied. Kann man natürlich nicht vergleichen. Dieser Satz ist eine Art Hitzeschild, um nicht in die Puschen zu kommen oder um sagen zu können, ich bin wachsam, aber noch ist es nicht nötig. Ein Beispiel, was mir an mir selber aufgefallen ist. Ich hab's voll gefühlt gerade mit den Pausen. So. Bringt einen runter. Mal tief durchgeatmet, weißt du? Mal dem Ken mal richtig in die Augen geguckt, so. Mal eine Verbindung aufgebaut und sich richtig abholen lassen von dem Bruder, so. Feier ich. Stark. Bester Mann. Kennt ihr vielleicht auch. Wenn ihr in einem sehr trauten Kreis seid und über die Dinge, die euch wirklich interessieren, sprecht, seid ihr auch dazu übergegangen, dass die Frage gestellt wird, sag mal, habt ihr eure Telefon aus? Und wenn dann einige sagen, nee, noch nicht, dann, dann bring die gleich mal raus ins Nebenzimmer. Okay, das ist wild, Digga. Also so weit bin ich noch nicht, Digga, sag ich dir ehrlich. Ich bin ja mies in der Recherche drin und ich habe auch schon mitbekommen, dass wir hier und da mal ausspioniert werden. Aber das mit den Handy, ich habe tatsächlich, hatte ich mal eine Situation, gar nicht so lange her, wo ich mit einem Kumpel mich getroffen habe, auch aus der Öffentlichkeit, deswegen sage ich jetzt keinen Namen.
Und wo der gesagt hat, Bruder, wenn wir darüber reden wollen, lass mal ans Wasser gehen und lass mal dein Handy zu Hause nehmen. Da war ich so, what the fuck is going on here, man, Alter? Tschüss. So bin ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich zu leichtfertig oder zu naiv, aber I don't give a fuck sowieso. Ready to die all day, every day. Wer kennt denn das? Eins in den Chat, wenn ihr seid ihr auch so drauf, so mit Handy ausmachen und in andere Zimmer, wenn ihr über gewisse Themen reden wollt und so. Ich meine, wir sprechen die Themen hier in der Öffentlichkeit mit 500 Live-Zuschauern an. Weißt du, was ich meine? Also ich habe da jetzt auch nicht mehr so viel zu verbergen. Und die Frage, die sich jetzt da aufdrängt, mit der ich mich schon sehr lange beschäftige, ist, dass wir das akzeptiert haben. Also gewissermaßen, wir haben uns arrangiert, ne? Klingt besser als abgefunden. Arrangiert klingt klüger. Abgefunden ist so, ja, ich konnte nichts machen, aber arrangiert heißt, ich habe die ausgetrickst. Nur wir sind jetzt die. Die da oben auf der Pyramide, mein Jutster. Die sind immer dieselben. Und dass die überhaupt existieren, hat damit zu tun, dass die anderen, das sind ja wir, die meisten, die wenigen, die gut organisiert sind, im Verborgenen arbeiten, dass wir am Ende des Tages die einfach machen lassen. Weil wenn er nämlich sein Telefon rausbringt, sein Mobiltelefon, weil er unter anderem die Erfahrung gemacht hat, dass wenn er irgendwie mal was sagt, dass er dann auf was Harmloses am nächsten Tag Werbung bekommt von YouTube und also ahnt, dass da irgendjemand mitzuhört. Ja, also das verstanden hat, was da ist, dass da immer jemand zuhört, von dem man nicht genauso weiß, also nicht so genau weiß, wer das ist, aber den Verdacht hat, zu Recht, dass das jemand ist, der alles, was ich jetzt sagen kann, gegen sie verwendet werden, denkt. Dass wir das also akzeptieren, bedeutet, dass wir am Ende des Tages unseren Kutau gemacht haben vor dem tiefen Staat. Mhm. Den wir ja selbst bezahlen. Mhm. Weil der Staat und der tiefen Staat wird ja durch uns bezahlt. Und wir füttern ihn vor allen Dingen auch. Weißt du? Wir gehen immer noch zur Wahl hin. Wir machen so viele verschiedene Sachen, die einfach das füttern und das unterstützen. Und zwar gleich zweifach. Also erstens dadurch, dass wir das finanzieren, durch Steuergeld. Zweitens, dass wir mit unserer Freiheit bezahlen. Weil wenn wir uns in Parallelgesellschaften verabschiedet haben, dann haben wir ja akzeptiert, dass einige wenige mit uns machen können, was sie wollen. Mhm. Ist eben so. Und solange wir uns nichts zu Schulden kommen lassen, ich bitte dich. Okay, ist unangenehm manchmal, aber bringt man das Telefon eben raus. Ist auch kein Thema. Ne, hat man sich inzwischen dran gewöhnt? Das mache ich halt nicht, Digga. Ich bin halt so, meine Rebellion ist eigentlich so, ich scheiß drauf, hört mir zu, macht was ich bin, wie gesagt, ready to die all day, every day. Wenn ich was nicht machen will, dann mache ich das nicht. Und ich erzähle hier online auch offiziell, fickt euch. So, weißt du, was ich meine? Ich mache, was ich für richtig halte. So. So. Das ist halt meine Art von Rebellion quasi, so, weißt du? So, ich bin jetzt keiner, der sich jetzt dann irgendwie in den Untergrund verzieht und da irgendwie einfach so, keine Ahnung, dann da wartet bis, weißt du, so, oder sich aus dem System rauskapselt, so, ich bleib in der Matrix drin, aber mit zwei Mittelfingern oben, so. Das ist halt mein Style. Und jeder Style ist gut, wenn man ihn lebt. I love you. Ist ein Teil des, ja, wenn man sich trifft, dann ist man ist schlau, man macht das so. Deswegen nochmal die Frage, was uns da jetzt eigentlich so unterscheidet. Das ist ja der Anfang, ne? Dass man schlauer ist, aber sich in die Passivität verabschiedet. Natürlich nicht ganz passiv. Man hat ja schon den einen oder anderen Freund, mit dem das sie untergeht. Ist es genauso, dann ist man halt gemeinsam passiv. Ja. Geht mir so durch den Kopf, weil wir, die Aufgewachten, wir werfen ja gerne den, die bei Corona mitgemacht haben und da jetzt sicher aus den Puschen kommen und keinen Bock auf Aufklärung haben, wir werfen denen ja vor, dass die so sich arrangiert haben, dass sie nicht sehen wollen, dass sie eben zu Tätern geworden sind oder aber dass sich das schönreden und da sind wir anders natürlich, ne?
Nee, nicht wirklich, Digga. Also nicht alle auf jeden Fall. Es gibt schon ein paar, die anders sind, würde ich behaupten. Aber er hat schon recht. Viele sind trotzdem weiterhin extrem passiv und lassen sich trotzdem noch hier und da den Mund verbieten und spielen halt auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, wir sind halt alle auch in der Matrix gefangen, in Anführungszeichen. Und deswegen gibt es viele Leute, die so halb aus der Matrix raus sind, so, weißt du, mit einem Fuß vielleicht so in Richtung Erwachen gehen und in Richtung so langsam Bewusstsein für die Dinge zu bekommen, aber trotzdem noch irgendwie drin, weil man hat ja noch einen Job und man will ja noch Geld und man muss ja noch, weißt du, so. Es ist auch bei mir so. Ich bin mit einem Fuß in der Matrix, mit einem Fuß draußen, so. Muss man sich schon selbst eingestehen, ne? Aber was ich halt schon auf jeden Fall zu schätzen weiß, ist, wenn Leute ein Bewusstsein dafür bekommen. Und dafür sind wir jetzt hier auch auf dem Livestream zum Beispiel, um Bewusstsein zu schaffen, wenigstens so. Dass man sich dessen mal bewusst wird, was eigentlich abgeht, was die Matrix eigentlich bedeutet, was, wie die Welt funktioniert, etc. pp. Und dann macht jeder sowieso das, was er für richtig hält und geht vielleicht in die Richtung und kommt vielleicht irgendwann komplett raus, vielleicht auch nicht, weißt du? Aber immerhin wenigstens wahrhaftig leben, so. Das sag ich mir halt immer so. Wenigstens weiß ich, was los ist. Bei Corona, das ist richtig. Und solange das so ist, dass jeder auf seine Art und Weise sich bereits damit abgefunden hat, sich arrangiert hat, dass nämlich der Staat für ihn inzwischen eine Art von Bedrohung geworden ist, das spürt er, und wo er eben nicht in der Öffentlichkeit das anmahnt, wie es eigentlich sein kann, dass wir regelmäßig unsere Mobiltelefone rausbringen müssen, weil wir sonst Angst haben, irgendeine Art von Besuch zu bekommen oder eine Überprüfung oder was auch immer. Also, dass wir ein großes Misstrauen gegenüber der Institution haben, die wir ja finanzieren, die uns ja schützen soll, dass wir jetzt schon in Deckung gehen vor dieser Institution. Solange wir das so akzeptieren, sind wir halt gar nicht anders. Weil da kannst du ja immer noch eins draufsetzen und da wird ja auch immer eins draufgesetzt. Ich habe halt persönlich gar keinen Bock auf diese Paranoia, die damit einhergeht, so, weißt du? Dass ich mein Telefon verstecke und mein Handy ausmache und kein Bankkonto mehr habe und mich irgendwo in einen Bunker reinsetze und dann warte, bis die Welt gefickt ist, so. Keine Ahnung, Alter, ich bin lieber an vorderster Front unterwegs, so, ich sag das, was ich denke, ich rede das, was ich für richtig halte, ich lebe so, wie ich das für richtig halte und ich mache das, was ich für richtig halte. Und wenn ich dabei beobachtet werde, dann sollen die mich beobachten, so. Und wenn ich für das wahrhaftige, echte Leben, weil ich tue ja niemandem auch was Böses und so, wenn ich für die Wahrheit dann in den Knast komme oder draufgehe oder so, dann ist das halt so. Gott hat das dann schon gesehen, weißt du? Keine Ahnung, also lieber so als mit Paranoia, finde ich so ein bisschen. Also das ist meine Philosophie. Deswegen, I don't give a fuck, Bro, die sollen mir zuhören. Ich rede ja hier darüber so, offen, öffentlich im Stream, über meine Ansichten und über meine Erkenntnisse und ich halte mich da auch nicht zurück. So, mache ich nicht mehr. Ich sag euch wirklich genau das, was ich denke. So ähnlich wie, wenn du Zeuge geworden bist eines Mordes und die wissen, dass du Zeuge geworden bist und hast dazu nichts gesagt, da wissen die, dass die ruhig noch weiter morden können, weil du hast bei Mord geschwiegen und da spielt es keine Rolle, ob dann noch weitere Morde folgen. Du hast bei Mord geschwiegen. Daran wird sich nichts ändern, ob da jetzt einer, zwei oder 50 Leute ermordet werden. Du hast bei Mord geschwiegen. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Das steckt in dem Satz drin, nämlich. Wir haben in dieser Gesellschaft Ventile gefunden für das, was ich hier gerade beschreibe. Und diese Ventile lese ich ganz oft so als subtile Kommentare. Also wenn ich mal irgendwas sage, dann oder woanders was sage, dann kommt man mal so, ob ich das meinem Muezzin erzählen würde. Da lache ich dann immer, denke ich, das ist super. Ich bin ganz sicher, dass derjenige, der das geschrieben hat, gar nicht weiß, was ein Muezzin ist. Wahrscheinlich hält er einen Muezzin für einen Geistlichen, ist er gar nicht.
ist ein Angestellter einer Moschee. Macht er nicht den Gebetsruf? Und er ist im Grunde die menschengewordene Glocke, die es in christlichen Kirchen gibt. Was das jetzt damit zu tun hat, dass das oft Leute sind, die Dinge, die ich sage, gut finden, aber dann auch das machen. Und da müsste ich dann eigentlich sagen, ich sage es ja auch hier an dieser Stelle, die Schnittmengen, die du glaubst, die wir gemeinsam haben, die haben wir gar nicht gemeinsam, sondern du denkst Sachen, die ich manchmal auch denke, aber deswegen haben wir noch keine Schnittmengen. Wichtig. Das ist trotzdem keine Gemeinsamkeit. Wir sind parallel bei einigen Dingen derselben Ansicht, die auch dann richtig wäre, wenn wir sie nicht richtig finden würden. So. Kommst du dann auch mit? Ja. Na, dachte ich mir. Wenn ich und irgendein Rechts- oder Linksradikaler zum Himmel gucken und sehen die Sonne, dann stimmt das. Und das ist aber trotzdem keine Gemeinsamkeit in den Ansichten, weil es hat mit Ansicht nichts zu tun. Aber zurück zu diesem Muezzin. Da steckt ja so ein Islamhass, Digga, wieder Trend geworden in Deutschland. Kapter Rassismus pauschal gegen alle drin, die irgendwie Muslime sind. Und da gibt es Leute, die glauben, ich bin das. Das sind sowieso die Besten, ich weiß nicht. Und das meint er auch so ein bisschen so teilweise erwacht. Bei Corona waren wir alle einer Meinung so, aber dann doch wieder die AfD wählen gehen. So. Wieder im System darum machen und denken, dass das System dir eine Lösung bietet. Und du vertraust wieder auf das System und denkst dir, ja, Digga, geil und so. Die erzählen, dass Corona ein Scam war oder die sagen, die hätten nicht für Impfpflicht gewählt und bla bla bla. Das sind die Einzigen, die die Wahrheit sagen, weil die sagen, es gibt auch nur zwei Geschlechter und so. Guten Morgen, Digga. Die sagen das extra. So. Und dann auf die Straße gehen und sagen, ja, die Moslems und Islam und bla 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 bla. Das hat halt nichts mit Erwachen zu tun dann, weißt du? Das ist halt dann bei einem Thema, hat man vielleicht ein bisschen Bewusstsein bekommen, aber bei anderen Themen lässt man sich wieder um die Finger wickeln und macht wieder genau mit bei der Spaltung so. Und sorgt wieder genau dafür, dass wir im Volk nicht zusammenkommen und dass wir nicht realisieren, dass es Menschen da oben gibt, die uns ficken die ganze Zeit. So, das ist ja genau das, was die wollen. Und die schaffen es immer wieder, auch bei den angeblich Erwachten. Deswegen sage ich auch da, es gibt nur eine Handvoll von Leuten, die wirklich verstehen, wie das System agiert. Und die wirklich dafür sorgen wollen, dass wir zusammenkommen. Und dass wir das verstehen einfach, weißt du? Gibt es nicht viele von. Da wurde ich auch wieder extrem enttäuscht. Während der Corona-Sache habe ich schon gemerkt, okay, krass, heftig, wie viele Leute da mitmachen und so. Und dann nach der Corona-Sache war dann wieder Spreu vom Weizen. Wieder die Leute, da gab es da auch wieder einige Leute, die bei Corona vielleicht nicht mitgemacht haben, aber dann bei anderen Themen wieder direkt mit draufgesprungen sind. So. Dachte ich mir auch so, okay, crazy, aber das ist halt genau der richtige Prozess. So siebt sich das halt dann aus im Endeffekt. Aber am Ende des Tages wünsche ich mir trotzdem für jeden das vernünftige Bewusstsein, dass wir das alle verstehen und endlich zusammenkommen, weil das ist die einzige Lösung. Wir müssen zusammenhalten, alle. Egal welche Herkunft, Religion, Hautfarbe oder in welchem Land wir geboren sind, verfickte Scheiße. Ich glaube, niemand von euch da draußen weiß, was ich bin, weil ich habe das nie kommuniziert. Ich gehöre jedenfalls keiner organisierten Religion an. Aber selbst wenn ich dem Muezzin zuhören würde, was würde das sagen? Nur, dass ich ihm zuhöre, oder? Wenn er ruft, kann man ihn ja schlecht weghören. Das ist genau wie wenn die Glocken läuten. Wenn die Glocken läuten, bin ich deswegen Christ automatisch oder orthodox oder was auch immer, weil ich sie hören kann. Schön, Digga. Jeder, der mal in einem islamischen Land war, wo der Gebetsruf kommt, so das, also ich habe Gänsehaut gekriegt beim ersten Mal in der Türkei. Sind so Dinge, die mir auffallen. Deswegen, was hat es jetzt damit zu tun, ob wir uns unterscheiden? Eben nicht. Wir brauchen auch unsere Ventile. Und da gefällt es uns ganz gut, dass die ein oder andere Partei in dem einen oder anderen Punkt schon recht hat. Da können wir uns dann anschließend sagen, das sehe ich ganz genauso. Aber in Wahrheit ist es eine Ventilfunktion für Frust. Das merke ich. Du kannst es merken. Ich mag den Ken. Denken ja einige dann, dass ich das nicht merken würde oder die Subtile. Mit denen würde ich gerne mal reden. Wie oft sie denn schon überhaupt irgendein Gotteshaus besucht haben oder anders gefragt, wenn sie ganz konkret gegen Religion A sind, ob sie sich denn eigentlich in ihrer eigenen Religion überhaupt auskennen. Die kennen sich einen Scheißdreck. Mit ihrer eigenen nicht und auch nicht über die Religion, über die sie sich aufregen. So. Kennen die nicht. Die haben nicht einen Vers gelesen. Nicht einen Satz. Nicht,
Das ist auch, Bro, der redet mir halt aus der Seele oft, ne? Der sagt halt die Dinge, die ich genauso fühle. Wir sind sehr, 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 sehr ähnlich. Der ist natürlich ein bisschen älter, mehr Erfahrung, kann sich besser ausdrücken teilweise, aber sehr, 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 sehr ähnlich von den Ansichten tief im Herzen, so, weißt du? Ich glaube auch seelenverbunden auf jeden Fall. Und das ist sowieso das, was mir immer extrem auffällt. Gerade die Leute, die auch so komplett Anti-Religion sind, haben sich nicht ein Buch durchgelesen, so. Nicht die Bibel, nicht den Koran, die haben gar keine Ahnung, aber Hauptsache ich bin Anti. Nee, die sind scheiße, die sind böse, die sind so, die sind so, die sind dies und das. Beschäftige dich doch wenigstens damit, damit du ein paar vernünftige Argumente hast oder weißt du, dass du weißt, über was du redest. So. Und wenn du nicht weißt, worüber du redest, dann kannst du auch einfach einen Kopf zumachen, Digga. Weil es interessiert dann niemanden, weil es keine Hand und Fuß hat, so. Weißt du? Bei aller Liebe jetzt so. Da habe ich schon meine Zweifel. Ich große Zweifel. Auf der einen Seite wird Religion immer verdammt, während aber die eine dann immer als Schutzschild benutzt. Sehr interessant. Da wird dann immer zitiert aus dem Alten Testament oder aus irgendeiner Sure. Als wenn Religion nur aus diesen extremen Beispielen bestehen würden. Und die meisten Leute, die über Religion reden, haben von Religion gar keine Ahnung. Sind vor allem eines nicht religiös. Ist so. Also in irgendeiner Art von gläubig. Weil diejenigen, die tatsächlich gläubig sind, die reden da gar nicht drüber. Die sind es für sich. Das reicht. Ich würde sagen, die reden schon darüber, aber die sind jetzt nicht so fanatisch und versuchen, andere so krass zu überzeugen und so. Meiner Meinung nach sind, wenn jemand, der zu Gott gefunden hat, wird immer über Gott reden. So. Und dann ihm sagen, wie, oder den Leuten sagen, wie sehr ihm das geholfen hat und auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, so wie ich das auch versuche zu tun. Aber ich muss nicht jemanden davon überzeugen, dass das, wie ich glaube, dass das die Ultimative ist und alle anderen sind falsch und dies, das, das ist gar nicht mein Style so. Ist auch gar nicht der richtige Weg, glaube ich. Du musst einfach nur selber das für dich machen, was du amazing findest oder was dir gut tut so. Und andere Leute werden sich dann schon von dir inspirieren lassen, wenn es so sein soll. Und wenn nicht, ist auch cool. Jeder hat doch einen anderen Weg. Vielleicht findet ein anderer anders zu Gott. Soll er so finden. Ist auch schön. Den. Die würden auch nicht damit hausieren gehen. Gehört der Islam zu Deutschland? Ich frage mal anders. Gehört das Christentum zu Deutschland? Wild. Woran kann man das erkennen? Am Zeh von den Parteien oder was? Oder dass die Menschen hier total christlich sind? Du sollst dich töten, liebe deinen Nächsten. Kann ich es daran erkennen, dass die 10 Gebote leben? Zum Beispiel innerhalb der NATO. Und hier alles auf christliche Länder. Jetzt mischt ihr Sachen aber zusammen. Ich fühle dir hier das Video voll, ja? Da muss man schon differenzieren. Nee, tut das Christentum gar nicht. Jetzt mischt der Sachen aber zusammen. Wie kommt man jetzt eigentlich vom Telefon aus dem Zimmer räumen über den Islam, Christentum zu dem jetzt hier? Die Dinge haben eine Menge miteinander zu tun. Facts. Da geht es nämlich darum, dass man die eigene Ohnmacht am einfachsten damit bekämpft, indem man sich irgendeinen Fußabtreter sucht, der die Energie abbauen soll. So, ein Opfer suchen. Die dadurch entsteht, dass man selbst nicht den Mumm hat, aufzustehen für das, was einem wirklich was angeht. So. Was einen unmittelbar betrifft. Und von daher sind wir nicht wirklich anders. Wir sind, glaube ich, ziemlich gleich verlogen. Nicht alle. Und solange das sich nicht ändert, kann sie das ganze Demokratiegeschwafel lassen. Weil Demokratie bedeutet, auch wenn man dafür angefeindet wird, in der Öffentlichkeit das zu sagen, was man tatsächlich denkt, ist ja in der Demokratie relativ ungefährlich. Also jetzt nicht mehr so in der Corona-Demokratie, aber man kann sie immer noch sagen. Kriegt man mal einen Hausbesuch, aber so kann man trotzdem sagen. Wer von euch sagt denn eigentlich das, was er tatsächlich denkt? Love Gang, verdammte Scheiße. Hier. Mit Eier, Bruder. Immer. Bis zum Tod. Ohne Wenn und Aber, Dicker.
Wenn ihr das nicht mehr wollt, müsst ihr mich töten. Ich meine immer und überall. Nicht in diesen Zirkeln, sondern genau da, wo er es eigentlich sagen müsste, wo umstellt es von Leuten, mit denen er Business macht, auf die er angewiesen ist und wo er doch davon ausgehen könnte, dass sie akzeptieren, dass er zu dem einen oder anderen Mainstream immer eine möglicherweise andere Meinung hat. Wer ist denn da so ehrlich und sagt, was ich noch sagen wollte, bevor wir hier gleich unterschreiben, was bei Corona war, da bin ich nicht mit einverstanden, Herr Mayer. Und der Herr Mayer ist möglicherweise der Chef. Ja, gibt es nicht viele, da stimme ich ihm schon zu, da gibt es nicht viele, gibt es echt nicht viele. Oder ein Mitkollege. Oder auch. Aber es gibt welche, die darf man nicht vergessen. Ich weiß, ich verstehe den Stil, wie er das Video gerade aufbaut und warum er das so sagt, so, aber ich will das hier als Reaction, also ich reagiere ja darauf, will das dazu sagen, es gibt welche. Es kommt jetzt hier so ein bisschen so rüber, als ob es vielleicht nicht so ist, also vielleicht alle so sind, aber es gibt welche. Und man darf die Hoffnung nicht verlieren, weil es gibt welche und wir werden mehr. Glaubt mir das. Ja, mal einfach so ganz allgemein mal. Machen wir alles nicht. Aber wenn dann irgendwelche komischen Subbotschaften in den Kommentaren kommen, dann schließen wir uns da schon an. Mhm. Oder wenn die AfD um die Ecke kommt und sagt, hey, wir sind die Alternative, yay, wählt uns. Und da bin ich übrigens bei Serdar vom Mundschuh, der das schon sehr, sehr treffend gesagt hat vor vielen Jahren auf Bühnen, dass wir, wenn es darum geht, unsere Moral nach vorne, für was wir stehen, dass wir da schon ziemlich verloren sind. Immer, wo es passt. Genau. Ja. Und da haben wir dann immer einen Held, dessen Meinung wir dann nach vorne treiben, wo wir sagen, ich sehe das, wie der das sieht, damit wir uns nicht nur schlau machen müssen, damit wir uns tatsächlich mal überlegen müssen, wo wir tatsächlich stehen. Überhaupt, für was wir überhaupt stehen. Da geben wir immer schön unsere, das, was wir eigentlich für uns machen müssten, geben wir ab an andere so. Der macht das schon für mich. Das passt schon. Ich drücke bei dem ein paar Mal Like und gucke seine Videos und so, dann muss ich selber meinen Mund nicht aufmachen, weil ich unterstütze ja einen, der das macht. Aber nee, weißt du, du musst dir schon selber darüber Gedanken machen, für was du wirklich stehst. Und da wird es auch meistens so sein, dass es ein bisschen abweichend ist von denjenigen, die du fühlst. Und man muss uns selber stark machen. So, wir müssen Selbstverantwortung übernehmen für uns und unser Leben. Das ist wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Auch für deine eigene Zufriedenheit und für deine Vibes. So. Es tut dir auf einer spirituellen Ebene nicht gut, wenn du dich selbst verleugnest. So. Das siehst du ja. Viele, da können sogar Krankheiten von kommen. Weißt du? Auch psychische Sachen und so. Wir müssen uns trauen, authentisch zu sein und unseren eigenen Weg zu gehen und unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn wir wirklich im Reinen mit uns sein wollen. Und das Wichtigste im Leben ist mit sich selbst im Reinen sein. Weil mit dir bist du bis zum Tod. Exactly. Ich glaube, die meisten Menschen haben überhaupt nicht verstanden, was es bedeutet, wahrhaftig zu sein. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig, ne? Ist jetzt nicht leicht. Aber sich überhaupt die Frage zu stellen, was das eigentlich ist. Ja, er spricht mir so krass aus dem Herzen mit dem Video, ne? Voll geil. Wir machen das. Ich versuche es regelmäßig zu machen, um mir die Frage zu stellen, ob das. Wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte erstmal ich sagen und dann sagen, ich versuch's. So ein bisschen zurückrudern, so ein bisschen demütiger sein. Weil. Es gelingt halt nicht immer, ne? Man lässt sich auch manchmal wieder ein bisschen verleiten oder sich beeinflussen und so. Und dann versucht man wieder zurück in seine Wahrhaftigkeit reinzukommen, so. Weil das ist das Einzige, wie ich leben und sterben möchte, so. Wahrhaftig, so. Ehrlich. True to myself in erster Linie. Vor Gott. Das ist das, was für mich zählt, so. Ist mir egal, was andere Leute denken. Und daran muss man sich immer wieder erinnern. Vor allen Dingen, wenn man in der Öffentlichkeit stattfindet und immer wieder irgendwo auch dann gelenkt wird von Kommentaren und Hate und Shitstorm kleiner hier und ein bisschen da und so. Dann kommt man vielleicht manchmal aus der Wahrhaftigkeit raus, aber das Wichtigste ist, dass du wieder zurückkommst. Und so. Ich mache, ob das wahrhaftig ist. Okay. Großzügig sein bedeutet ja, etwas abzugeben, was man nicht doppelt hat.
sondern was man dann nicht mehr hat. Und so großzügig sollte man eigentlich mit seinen eigenen Vorurteilen, die ja jeder von uns hat, umgehen. Weil das, was die meisten von uns als Denken bezeichnen, ist im Grunde nichts anderes, als die Vorurteile neu zu ordnen. Das hat mit Denken wenig zu tun. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass jeder von uns sich daran erinnert, soweit er kann, soweit er kommt, in seine Kindheit zurückerinnert und überlegt, was dachte er eigentlich, wie die Welt ist? Und wie gut fand er das? Und jetzt, wo er irgendwann verstanden hat, dass sie nicht so ist, wieso hat er das akzeptiert und wird und versucht nicht, diese Welt, die er als Kind gedacht hat, dass es so sei, die zu bauen? Dass man von seinem Leben früher oder später enttäuscht wird, das ist offensichtlich. Wenn man irgendwann feststellt, wie alt man geworden ist und wie viel man mitgemacht hat, von dem man aber schon sehr lange weiß, dass es eigentlich Schrott ist. Und dass es am Leben vorbeileben bedeutet, dass man da irgendwie sich arrangiert eben hat. Dann hat man ein schönes Auto oder einen schönen Wohnsitz oder geht regelmäßig in Urlaub. Aber es hat ja mit dem Leben, was man ursprünglich wollte, wahrhaftiges Leben, gar nichts zu tun, sondern hat sich in allen Bereichen, in allen Ecken eben arrangiert. Ich schwöre es so. Und wenn wir wirklich was ändern wollen, dann wird das nicht geändert, indem jetzt bei der Europawahl irgendeine Partei gewinnt oder was ich in den neuen Bundesländern irgendeine Partei gewinnt oder eine andere verliert. Ja, das ist ja immer stellvertretend dann. Jemand anders macht dann was und dann. Hauptsache nicht auf eigenen Eiern und Hauptsache nicht auf eigenen Eiern stehen, ne? So. Versteht ihr jetzt immer mehr so, ne, warum ich das gesagt habe im Treppenhaus-Video? Warum der Justin denkt sich so, what the fuck, was erzählt der da eigene Eier und so? Das ist genau das. So wahrhaftiges Leben. Eigene Entscheidungen treffen. Dinge machen, wo andere sagen, oh, das ist aber crazy. Wie kannst du denn das, Digga, einfach nach Mexiko gehen? Nee, Bro. Aber du musst doch hier und da und dann hast du doch da und dann ist doch wie jetzt. So, warum bist du denn jetzt wieder in Deutschland, hä? Und dann bist du doch, aber Mexiko war doch geil und warum ist das hier und warum ist das so und warum ist das da? Ja, Digga, ich mach das, was mein Herz mir sagt, immer, zu jedem Zeitpunkt. Und für die meisten Leute wirkt das komisch oder crazy oder der ist nicht angekommen oder der ist nicht das. Nein, aber ich mach das, was ich machen möchte. So. Ich will meinen Traum leben. Ich will, dass mein Leben wie ein Film ist. So. Ich will die Dinge erleben, die Gott für mich bereitgehalten hat. So. Und nicht einfach im Hamsterrad rumhängen und immer das machen, was irgendwelche anderen von mir wollen oder was cool ist oder was normal ist und wie man sein Leben eigentlich und ja, aber in deinem Alter müsste man doch eigentlich und so. Nein, ich muss einen Scheißdreck. So. Ich muss am Ende des Tages das machen, was ich amazing finde. Verstehst du, was ich meine? So. Ich da ein Fan von der Partei, die da gewonnen haben und das ist aber alles ein Leben auf der Benutzeroberfläche. Das hat mit der eigenen Software wenig zu tun, weil das Leben ist was vollkommen anderes als dieses Leben, was in der Öffentlichkeit erzeugt wird. Das hat ja mit dem Leben gar nichts zu tun. Das ist eine Matrix. Eine Möglichkeit, den Stecker zu ziehen, besteht unter anderem darin, dass man abends, statt irgendwie den Tatort zu gucken, dass man sich hinsetzt und sich vielleicht für 3 Minuten, wirklich nur 3 Minuten überlegt, das Leben, was ich gerade lebe, ist es das, womit ich mich arrangiert habe? Oder wenn ich die Wahl hätte, würde ich ein vollkommen anderes Leben leben? Und was wäre an diesem Leben jetzt anders? Nicht, dass ich ein anderes Auto fahren würde, in einem anderen Stadtteil mit einer anderen Frau verheiratet wäre, sondern was wäre an diesem Leben tatsächlich anders? Was wäre an mir anders, dass ich sagen würde, das ist ein anderes Leben? Und da würden die meisten sagen, ich will mir weniger Gedanken machen und weniger Ängste haben, sondern einfach das machen, was ich wirklich machen will. So. Und auch ich, wenn ich mich frage, so, was würde ich noch verändern bei mir? Ich habe schon sehr viel gemacht von den Dingen, die ich gerne machen würde, aber ich will noch mehr dieses tiefe Vertrauen haben und dieses so, sich wirklich keine Gedanken zu machen und das wirklich fließen zu lassen, weil manchmal ich drifte noch zurück in meine Gedanken und in meine, oh, ich denke zu viel darüber nach, weißt du? Ich mache schon sehr viel intuitiv und ich fühle auch schon sehr viel, aber trotzdem gibt es noch diese Momente und die will ich loswerden, weil ich weiß, dass das Leben dann, wenn es noch mehr fließt, noch geiler wird so und noch echter wird und das echtere Leben wird so. Die meisten von euch leben gar nicht. Ehrlich jetzt, Hand aufs Herz so. Die meisten leben nicht.
Die meisten leben nicht. Das ist traurig. Wie müsste ich denn da sein? Kann ich morgen so sein? Hat es was mit Substanz zu tun, also mit irgendwelchen Dingen, die ich besitzen muss oder eher mit Dingen, die ich abgeben muss? Ja, Digga, loslassen, Mann. Es geht mehr um Loslassen. Ich glaube, es geht mehr um Loslassen. Frei werden. Mal den Rucksack mit den 1000 Steinen auf dem Rücken mal loslassen. Mal wegschmeißen. Vielleicht mit einem Bild, was ich von mir selbst aufgebaut habe. Vielleicht muss ich das abgeben. Weil das ist ein Bild, das ich nur erzeuge, damit, weil ich glaube, dass ich Dritte damit beeindrucke oder da akzeptiert werde, die ich damit beeindrucken und akzeptieren möchte. Das hat für mich was Zwanghaftes. Und ich weiß auch, dass die anderen nur so tun. Und wie könnte ich denn morgen das Leben zumindest beginnen, wie ich glaube, dass es ein wahrhaftigeres Leben wäre? Was müsste ich denn an mir ändern? Authentizität ist das Stichwort, oder? Komm, einer Bits rein jetzt, schnell. Ich warte. Exactly. Dankeschön. Ich küsse deine Herzrandung. Hat ein bisschen gedauert, aber wir sind angekommen. Wie steige ich denn eigentlich aus meinem eigenen Abziehbild aus? Das sind so Fragen. Wie steige ich aus meinem eigenen Abziehbild aus? Wild. Und wer stellt die sich? Ich meine regelmäßig. Zu wenige Menschen. Aber es werden mehr. Kopf nicht in den Sand stecken. Was ich mir wünschen würde, ist auch ein Ratschlag an der Stelle, und da komme ich auch schon zum Schluss, für meine Verhältnisse relativ kurz. Statt ständig vor irgendwelchen modernen Arenen zu versammeln und sich irgendwie Ilna Maischberger oder Hart aber fair anzugucken und dann zu gucken, wie der Protagonist, für den man der einen vertritt, wie der sich da schlägt und dann in den Foren sagen, wir haben es ihm den anderen gegeben. Statt das immer zu machen, wäre es doch super, wenn wir uns als Menschen treffen würden, als Nachbarn und sagen, also ganz allgemein auch in einem Hochhaus oder an einem Parkplatz, war auch immer sagen, sind Sie mit der Gesamtsituation, wie Sie leben, Ihr Leben, wie wir das hier gerade machen in diesem Land, sind Sie damit eigentlich glücklich? Oder haben wir nicht gedacht, also nach der Wiedervereinigung, dass wir eigentlich mal was anderes machen wollen? Und zwar irgendwas ohne Gewinner und Verlierer. Weil die gibt es ja gar nicht im wirklichen Leben. Es gibt nur allgemein Menschen, die etwas verpassen. Und zwar ein Leben zu leben, was sie selbst interessant ist. Und nicht, was für sie interessant sein müsste, weil es so gelebt war, dass es für andere wahrscheinlich interessant sein könnte. Und da sind wir natürlich bei diesem Wort, was oft benutzt wird, was auch alle immer fordern, Freiheit. Was ist eigentlich Freiheit? Da musst du mal ein bisschen Sicherheit aufgeben, mein Jutzer. Also meine Definition von Freiheit ist, dass man ohne Angst leben kann. Ohne Angst davor, was andere über einen denken. Ohne Angst, ob man den eigenen Erwartungen entspricht oder eben nicht und sich regelmäßig mit irgendwelchen Drogen zupumpen muss. Ja, legale natürlich, Alkohol und sowas darf man ja alles machen. Trinkt man aber nur so, um runterzukommen. Ohne Angst, ob es nach hinten raus reicht oder ob es die Altersarmut wird mit Flaschen sammeln. Und am Ende des Tages natürlich ohne Angst vor dem Tod, ne? Die Ursprungsangst. Und ich glaube, wenn man sich tatsächlich mal mit Spiritualität auseinandersetzt, da gab es ja sehr viele große Lehrer in allen Weltreligionen übrigens, wenn man das mal tut, kann man feststellen, dass sie sich in einer Sache einig waren. Dass man vor dem Tod überhaupt keine Angst haben muss, weil es den ja so gar nicht gibt. Das ist so ähnlich, wie wenn man Angst hat vom Ausatmen. Ausatmen gibt es ja nur, weil man eingeatmet hat.
Soll ich mal einen Satz ausrichten, der mir neulich eingefallen ist? Der Mensch ist ein von Gott aufgegebener Prototyp seiner selbst. Schönen Abend noch. Bester Mann, Digga. Grüß dir. So eine Videos sind stabil. Einfach hinsetzen. Erste Minute, erstmal eine Minute Pause gemacht. Erstmal nichts gesagt so. Erstmal mal willkommen heißen. Mal wirken lassen. Mal, dass mal alle Leute abschalten, die nicht genug Geduld haben, um zu warten, bis ich anfange zu reden und so. Komm, wenn ich in seinem Alter bin, kommen von mir auch solche Dinger. Früher schon. Irgendwann. Bisschen bin ich noch TikTok-Brain unterwegs, aber feier ich fühle, ich habe mich geprägt. Sehr starkes Video. Liebe geht raus an Kayvan auf jeden Fall. Sehr inspirierend auch. I like that very much. Und wir haben ja schon genug Senf während dem Video schon dazu abgegeben. Ich sitze hier ein bisschen so da, als ob ich, das sieht ein bisschen komisch aus. Das Bild mal aus dem Kopf löschen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. Peace out. Gang.